Servus Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jo, das letzte Mal, als wir hier diese Packs am Start hatten zu Nacht in Flammen, habe ich hier natürlich für das gute Rainbow Glurak ein schönes Begrüßungskomitee aufgebaut gehabt. Nur leider war das anscheinend für das Glurak zu wenig und es hatte hier keinen Bock drauf rauszukommen. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, okay. Wir holen wieder seine zwei kleinen Brüder, hier das gute Glumanda und Glutexo, was wir gezogen haben. Die warten hier auf ihren großen Bruder und weil der natürlich auch gut geschützt werden muss, habe ich hier natürlich Sleeve und Toploader am Start. Das heißt, den legen wir auch noch bereit. Also, falls du dich hier in diesen Packs befindest, ich glaube, das letzte Mal hatten wir unseren dicken Hit im Necrozma-Pack. Falls, nochmal der Aufruf, falls du dich in diesen Packs befindest, komm raus, wir warten auf dich, mein Freund. Also, ich hoffe, das hat geholfen. Letztes Mal hatten wir im Necrozma-Pack den Hit. Ho ist ein Feuer-Pokémon. Das heißt, dieser Hit ist im Machado-Pack. Also, und wir starten mit dem guten Ho-Oh-Booster. So, wäre natürlich auch witzig, wenn im Ho-Oh-Booster die Ho-Oh-GX-Karte drin wäre. Wäre natürlich auch ultra nice. Wäre auch ein Pull. Zu dem ich nicht Nein sagen würde an der Stelle. So. So, Kartrick ist am Start. Und die Stahlenergie ist es auch. Rizeros am Start. Sehr schön. Auf jeden Fall hier. Wenn ich mich noch richtig erinnere. So. Sprachenlernbubble. Oder wie war das nochmal? Rizeros auf jeden Fall eins der stärksten Pokémons vom guten Giovanni hier. Das gute Noctuus, sehr schön. Da kommen doch die Flashbacks zur Generation 2 Pokémon, als Ash das Shiny Noctuu gefangen hat drauf. Mount Lanakila. Das gute Sodamark. Ich müsste jetzt überlegen, aber ich glaube, wir haben jetzt über die drei Episoden bzw. Folgen verteilt hier. Müssten wir alle drei unterschiedlichen Max gezogen haben. Das Sodamark, Grillmark und Vegimark. Muss ich mal raussuchen. Ah, wir haben hier das Vegimark am Start. Haben wir das Grillmark auch? Wobei mir hier das Glurak natürlich lieber wäre. Psiao. Ein Karadonis. FM. Auf jeden Fall hier mit Uhafnir ja auch eine ultra geile. Warte mal. Garados in Reverse. Sehr schönes Artwork hier. Garados hier wieder als Badass dargestellt. Aber die Reverse ist auch schon sehr nice. Und, okay, wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit. Und wir haben Necrozma GX. Sehr schöne Karte hier. Necrozma GX. Wir schauen uns das Centering an. Okay, was wir auf jeden Fall direkt sehen: Centering left to right ist auf jeden Fall mehr auf der linken Seite. Die Karte ist mehr linkslastig bedruckt. Top to bottom geht eigentlich, wenn dann auch nur minimal auf der Unterseite. Whitening. Sehe ich ehrlich gesagt auf den ersten Blick keins. Falls ihr irgendwas seht, dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber auch Edges und Silvering sind. Silvering ist nicht vorhanden. Okay, die Edge ist hier oben, sieht man es vielleicht ein bisschen nach oben gebogen. Aber sonst ist es eigentlich, ne? Okay, hier unten ist, glaube ich, so ein kleiner weißer Punkt an der Ecke. Aber sonst ist die Karte eigentlich in einem guten Zustand. Also sehr schön. Das gute Necrozma am Start. So, auch du bekommst ein Sleeve. Und auch du darfst dich hier in das gute Begrüßungskomitee. Stopp, wir wollen hier natürlich keinen Keil zwischen die Brüder treiben. Deswegen darf das gute Necrozma hier an der Seite warten. So. So, und wenn wir bei Necrozma sind, dann machen wir natürlich auch mit dem Pack weiter, wo das Necrozma Artwork drauf ist. Sehr schöne Karte hier. Das gute Vulpix. So, einmal beiseite. Wir machen wieder den Card-Trick.
Hat sich ja gerade gut gelohnt. Und starten in dieses Packs mit einer Psychoenergie, einem Grill Cheetah. Das gute Zwirklopp ist am Start. Einer Alola. Hier das Alola Vulpix. Sehr schön. Auf jeden Fall epischer Moment, als dieses Vulpix aus dem Ei geschlüpft ist. Ja, Trassler auf der Blumenwiese. Alola Slimog. Sehr cool. Ich muss sagen, dieses ja, Artwork bzw. die Aufmachung von dem Slimog, sage ich schon, das ist ein Slimer. Was ist los mit meinen Augen? Auf jeden Fall Slimog in der Alola-Form finde ich ultra nice. Damit hat man wirklich hier einen krassen Kontrast geschaffen. Na, jetzt habe ich gleich zwei mitgenommen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die Karten sind hier oben noch zusammengehangen. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen Glumanda am Start. Auch du darfst dich hier wieder ins Begrüßungskomitee mit eingliedern. Ein Calamanero und ein Azumarill. Calamanero, sehr schönes Badass-Pokémon an der Stelle. Du darfst dich auch hier dazu gesellen. So, Marshadow, auf dir liegt all unsere Hoffnung, dass du uns das ersehnte Glurak bringst. Was ist denn los mit diesen Packs? Also, falls ihr die anderen zwei Folgen vorhin gesehen habt, wo wir eben diese Nacht in Flammen Booster aufgemacht haben, immer beim dritten Pack, habe ich das Pack nicht aufbekommen. Was ist denn los hier? Okay, ging auch wieder ultra schwierig. Also entweder habe ich Packs öffnen verlernt immer nach dem dritten Pack oder irgendwas stimmt mit diesen Packs nicht und man will mich hier hart trollen. So. Die Pflanzenenergie. Eine super Anziehungskraft, die wir natürlich gut für das Glurak gebrauchen können. Ein Soda Cheetah. Ich glaube, jetzt sollten wir auch langsam auch alle Weiterentwicklungen von den Max haben. Die gute Fran ist am Start. Ein Tangela, das wir eben schon gesehen haben. Das Rhyhorn. Perfekt zum Rizas. Oh, Riolu, sehr schön. Riolu und Lucario natürlich auch ultra nice Pokémon. Will natürlich auch immer jeder in seinem Team haben. In den Pokémon Videospielen gehe ich jetzt mal stark von aus. Und hat natürlich auch immer eine coole Rolle gespielt in der Serie und auch im Film. Wommel am Start. Ein Zapladin. So, Reverse Zwirrlicht. Okay, wünscht mir Glück. Okay, wir haben leider keinen Hit. Ist es eine Holo? Ist es eine Holo? Was für eine Holo ist es? Was denkt ihr? Absichtlicher Fehlpass. Absichtlicher Fehlpass. Kampfenergie, Boxhieb. Und wir haben ein Quartermark. Sehr schön, der Tom Brady hier, der Pokémon am Start. Okay, leider war es dem Glurak immer noch zu wenig, um hier vorzukommen. Langsam bin ich überfragt, was wir machen müssen, damit diese Glurak sich zeigt. Naja, wir hatten hier nicht an der Stelle, wir hatten hier mit dem Necrozma einen wirklich sehr schönen Hit, muss ich sagen. Also die Karte, wirklich sehr schön. Freue ich mich wirklich drüber. Ja, abschließend bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Stuff von mir sehen wollt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr ja immer erfahrt, wann sich hier irgendwas auf meinem Kanal tut. Ich bin auch des Öfteren mal auf Twitch unterwegs, deswegen schaut gerne mal in die Beschreibung rein. Da verlinke ich euch meinen Twitch-Account und dann sieht man sich vielleicht mal demnächst im Stream. Also gut, bis dann, haut rein und tschüss, ciao und ade.